Tja, dann trage ich jetzt wohl auch Shorts, was? Wann wäre das auch mehr angebracht als jetzt, wo man bei hervorragendem Wetter drinnen sitzt und liest? Rote Blüten ist ein Manga voller Kurzgeschichten von Yoshiharu Tsuge. Die Geschichten drehen sich um sein Leben auf Wanderungen durch das Japan der 60er, abseits von Tourismus und Metropolen. Jede Geschichte ist voll von Skurrilität und auch irgendwie der Grausamkeit des Erwachsenendaseins. Klingt negativ, aber der Kurzgeschichtenband ist gerade deshalb besonders lesenswert. Tsuge beherrscht es unglaublich gut, vermeintlich unwichtigen Momenten, Situationen oder Beziehungen elementare Tiefe zu verleihen. Das Leben selbst wirft eben immer noch die größten Rätsel auf und so hinterlässt einen auch rote Blüten mit allerlei Emotionen, die man stellenweise erst versteht, wenn man das Gelesene hat sacken lassen. Ein Hoch an und gleichzeitig ein angewidertes Ausspucken über die Marotten der Menschen. Rote Blüten gibt's beim Reprodukt Verlag.